Die Filmcrew von Burning Wheels ist heute da und sucht einen neuen Star. Gib ihnen was, worüber sie sich freuen können. Okay, Rachel. 6-Sterne-Auto. Ja, mit Carbon ist das relativ leicht. Noch 4 Sterne. Uhu. Na gut. Gewonnene DVD-Cover 5 von 10. Ja, wir haben ja schon fast alles. Also, die Hälfte haben wir schon geschafft. Sponsorenverträge 3. Durchschnitt 1600. Ja, unser Durchschnittsruf pro Rennen sinkt. Es wird halt immer schwerer. 70% freigeschaltete Teile. Okay. Der Stern auf der Karte ist ja wohl der hier. Aber wir wollen ja erstmal noch in den Tuning Shop. Wir brauchen neues Getriebe. Hab ich gehört. Oder so. Vollgas. Hätte auch schief gehen können. Gut. Also hier durch diese engen Gassen mit 150 Sachen durchzufahren, ist nicht ganz einfach. Zack, betreten. Go, go. Hier geht's nicht um den praktischen Nutzen. Pferdestärken bedeuten Speed, also tune deinen Motor so gut du kannst. Und genau hier ist der richtige Ort dafür. Rüste auf, indem du das Seriensteuergerät gegen einen Tuning-Chip austauscht. Haben wir schon. Im Antriebsstrang verlierst du die meiste Power. Da kriegen wir was. Entsperrdifferential. Besser auf den Asphalt zu bekommen. Hochleistungskupplung. Cool. So, aber dann kaufen wir natürlich das Paket. Ist doch klar. Es ist erst das zweite Paket. Okay, dann können wir das auch im Megaloparts holen. Ja, Leute. Dann sehen wir uns sofort im Megaloparts wieder. Ich mache mich da auf den Weg. Ich meine, ist ein schönes Stück zu fahren. Bis gleich. So, da wären wir schon bei Megaloparts. Und einem Rennen. Aber erstmal gehen wir rein. Hey, nur Langweiler fahren ein Auto von der Stange. Als König der Straße brauchst du das besondere Etwas. Hier bekommst du die richtigen Tuning-Teile, um aus deinem Kätzchen einen Tiger zu machen. Yay, 20% Rabatt. Sind dieselben Teile. Also spielt es keine Rolle. Hochleistungskupplung von Clownschmaster. Okidoki. Schön. Baue ein härteres Fahrwerk ein und deine Karre liegt in Kurven viel besser. Ist installiert. Nitro ist die Portion extra Power, die du abrufen kannst, wenn du mehr Speed brauchst. Irgendwie Reifen muss deine Power ja auf die Straße. Installiert. Also zieh ein paar neue Rüste, bessere Bremsen nach, um schneller und härter bremsen zu können. Installiert. Okay. Leichtbau. Mit einem Leichtbau-Kit speckst du deinen Wagen haben ab wir und hast mehr. Erhöhe die Turbo. Leistung deines Motors und bau dir einen Turbo ein. Da brauchen wir noch einen besseren. So. Leistungsprüfstand. Nein. Ich will Rundkurs. Mal gucken, was sich hier bei den Einstellungen getan hat. Also es ist so. Das Fahrwerk bestimmt, wie dein Wagen auf Stöße und seitliche Kräfte reagiert. Da hat sich die nichts getan. Fahrwerkskomponenten, deine Gegner schlafen natürlich nicht. Deshalb solltest du deine Beschleunigung und deine Höchstgeschwindigkeit genau abstimmen. Und das machst du über die Übersetzung. Aber vergiss die Schaltpunkte nicht. Die müssen auch eingestellt werden. Ist schon recht. Hey Mann, du willst doch bestimmt auch schneller durch den Fahrtwind gleiten und fester am Boden kleben, oder? Tu ich doch sowieso. Je schneller du fährst, desto Grip und Bremsleistung deines Wagens werden durch die Qualität deiner Reifen und Bremsen beeinflusst. Je besser die Gummis, desto besser liegt der Wagen in der Kurve. Und was gute Bremsen angeht, du kannst damit nicht nur schneller anhalten, auch in der Kurve bringen sie dir Vorteile. Ich weiß nicht, wieso die Bremsbalance sich geändert hat. Ich habe die nicht geändert. Das müsste aber im Prinzip genau das gleiche sein wie vorher. Ich meine. Hör mal zu.
Dein ECU-Steuergerät reguliert das Benzin-Luftgemisch und die Zündzeitpunkte des Motors. Ja. Wenn du das ECU umprogrammierst, kannst du bei jeder... Passt schon. Yo, hier bist du richtig. Passt schon. Ein Turbo drückt mehr Luft in deinen Motor. Mehr Luft heißt mehr Power. Der Turboschub lässt sich für jede Drehzahl optimieren. Ich sag's dir, das ist der Hammer. So, 6 Sekunden Dauer brauchen wir natürlich nicht, obwohl es im... ist ein bisschen zu lang. Ein bisschen mehr Power dürfen wir schon kriegen von unserem Nitro. Also ein bisschen reduzieren. Vorher hatten wir keine so lange Dauer. Da war es dann schon besser, aber jetzt... Die Rennen werden zwar länger, aber... Wir wollen mehr Leistung von unserem Nitro. Deswegen nur auf so... 5,5 Sekunden. Okay. Ich hätte gedacht, da hätte sich was getan im Antriebsstrang, aber nö, wir können noch keine Zeit, wir können noch nichts einstellen da. Okay. Wie viel speichern? Ja. Modusauswahl. Ja, ich möchte das vormerken. Beim Drag haben wir es schon geändert, beim Drift brauchen wir es nicht, beim Street X brauchen wir es auch nicht, aber beim Rennen brauchen wir es. Einstellung ändern. Nitro. Ebenfalls die Zeitdauer etwas kürzer. Okay. Profil speichern. Okay. Tuning beenden. Ja. So. Und wir sind hier fertig. Dann machen wir gleich mal das nächste Rennen. Ich hoffe mal, dass das auch klappt. Natürlich. Das war doch da gleich links. Ne? Ist das ein Drift? Ne, oder ist Street X? Okay, ich erkläre dir das jetzt mal. Wir fahren ein Rennen. Ich gewinne, du gibst mir dein Geld. Den peinlichen Teil können wir uns auch sparen und du gibst mir das Geld sofort. Was sagst du jetzt? Das ist abgelehnt. Deswegen nehmen wir das Rennen an, Mr. Stewart. Gut, aber ich werde natürlich wieder üben. Also, Hinteranzeige und wir sehen uns gleich wieder. Tja Leute, was soll ich sagen? Da brauche ich gar nicht großartig üben. Das hat gleich im ersten Rennen direkt geklappt. Also machen wir es gemeinsam. Das ist eine relativ gute und einfache, schöne Strecke. Hängen wir mal nicht so am Hacken. So, aber jetzt. Das ist die einzig schwierige Stelle, weil es so eine scharfe Kurve ist. Andere ist alles relativ schön und einfach zu fahren. So, jetzt kommen wir so schon wieder in diesen Kreisverkehr rein. Wir können wieder wunderbar rausbeschleunigen. Und da sind wir schon wieder beim Ausgang dieser scharfen Kurve. Und schon ist wieder eine Runde geschafft. Runde Nummer 3. Und ein Riesenabstand zur Konkurrenz. Wow. Bisschen Konzentration natürlich noch. Die letzte Runde gut schaffen und dann hat sich das auch erledigt. Wow, das war ein bisschen schlecht. Weil ich habe den
Kreisel einfach zu große Kurve genommen. Also zu groß ausgefahren. Und hier kann man wieder voll raus beschleunigen. Ziel. Gewonnen. 1:56:10. Sogar noch ein Stückchen besser als vorher. 300 Rufpunkte. Alles wunderbar. Da starten wir nicht neu. Da hätte ich aber jetzt mal... Ja, das machen wir... bei einem der nächsten Rennen. Was kriegen wir denn jetzt? Maxi Tuning sucht nach einem Wagen für das nächste Cover. Ob du da was machen kannst? Gucken wir mal. Welche Chance auf Maxi Tuning Titelbild. Gutes Rennen. Auf der Straße geht das Gerücht um, dass ein Fotograf vom Maxi Tuning nach heißen Kisten sucht. Wenn du Interesse hast, fahr zum Stern auf der Minikarte. Ich rufe dich an, wenn ich mehr weiß. Weiter. Ich wollte ja eigentlich ein offenes Rennen machen. Aber jetzt sind schon 3 Sterne auf der Karte und ich sollte dann doch mal irgendwie irgendwas machen hier. Wir sind hier. Na gut. Machen wir es einfach. Wow. Das hat sich gerade so angehört, als hätte dieses getunte Auto eine heiße Steueranlage drin. Mal vorbei. Wow. So, wo bist du denn, du Rennen? Rennen, sage ich, Fotograf. Victoria. Everson. Toll. Oh oh. Nein. Da fahre ich am besten rückwärts, weil ich nicht genau weiß, wo ich hinfahren muss. Moment. Das machen wir so. Kann ich mir nämlich genau aussuchen, ob ich nach rechts oder nach links fahre. Okay. Von Brian, Chance auf Zeitschriftentitel. Hey, der Typ muss dringend seinen Flug erwischen und ich versuche ihn aufzuhalten, aber du musst in den nächsten 2 Minuten bei ihm sein, sonst ist er weg. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Annehmen. In Cole Harbor. Scheißen. Das ist richtig übel. Ich habe keine Ahnung, wie ich da fahren soll. Dahin. Da soll ich vom Navi aus lang fahren. Okay. Ja, war ja so klar, dass man, wenn man nichts sieht, einer reinfährt. Nein, nicht wieder. Wo willst du mich jetzt hinlenken? Leicht zu schaffen. Ich weiß ja nicht, was die an dir finden, aber du bist auf dem nächsten Ellerbau-Cover. Von Lola.
Sieh dir deinen Zeitschriftentitel an. Du hast es aufs Titelbild einer Zeitschrift geschafft. Du, das musst du gesehen haben. Weiter. Elaborare. GT Tuning and Sport Magazine. Benziner oder Turbodiesel? GLI Ultimi Modelli. A Confronto. Klingt alles italienisch. Aspirazioni Naturali. Italienische Zeitschrift. Und wir sind da voll drauf. Hey. Also von den Farben her passt's perfekt zu unserem Auto. Rot, Gold, Grün, alles drin. Also Gold, Gelb, alles drin. Perfekt. Und das Auto da drunter sieht fast schon ähnlich aus. Hey, hey. Moment mal. Das ist unserer, oder? Schwer zu sagen. Er könnte es aber sein. Nein, er könnte es nicht sein. Schaut die Reifen an. Er ist es nicht. Okay, wir speichern das natürlich. Dann gucken wir das Auto von vorne an. Dann werden wir es sofort wissen. Nein, er ist es nicht. Er ist ja vorne blau. Blau, 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 rot, blau. Brrrt. Okay. Da ist ein Rennen aufgetaucht. Wo kommen die her? Hat sich die Karte schon wieder geändert? Hier ist auch schon wieder ein Rennen. Ein Drag. Sehr merkwürdig. Gut. Das sehen wir uns alles beim nächsten Mal an. Denn vielleicht ändert sich da die Karte wieder. Dann machen wir hoffentlich ein freies Rennen und wir machen die anderen Fotos. Und versuchen noch ein paar Rennen zu schaffen. Also irgendwie frisst uns das alles die Zeit auf, hier die freien Rennen und die Fotos. Das Hin- und Herfahren und dauernd zum Shop fahren und dauernd zum Shop fahren. Na gut, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Need for Speed Underground 2. Servus.